liebe Leute, eigentlich wollte ich das Video live aufnehmen. Das Problem ist jetzt einfach gewesen, die Tonaufnahme hat nicht geklappt. Deswegen habe ich alles schon durchgelesen und ihr bekommt nur noch die Kurzfassung. Ich bin hier auf einer Seite, um über Kakteen zu lesen und im Prinzip das Wichtigste ist halt Licht, so viel Licht wie möglich. Am besten aber keine direkte Einstrahlung, also hinter Glas, Scheibe oder so, das geht schon klar. Das heißt, ich suche den hellsten Platz bei mir in der Wohnung und stelle den Kaki an diese Stelle und hoffe, dass das einfach ausreicht. Messbereich mindestens zwischen 705 und 5000 Lux umfassen. Gut, da ich jetzt sowieso keine andere Möglichkeit habe, als den hellsten Ort zu nehmen, werden wir das einfach so machen. Und Wasser, das Problem bei Kakteen ist, dass die meistens überwässert werden. Die müssen im Prinzip, reicht es aus, die einmal im Monat zu gießen, ist hier die Kurzfassung. Dann muss komplett richtig, also man muss fühlen, ob der Boden hier komplett trocken ist. Und dann muss der Kaktus einmal komplett getränkt werden. Das heißt, man stellt es im Prinzip einmal im Boden, bis keine Luftblase mehr kommt. Dann lässt man das abtropfen, schüttet den Restwasser ab und braucht einen Kaktus eigentlich einen Monat lang nicht mehr zu gießen. Im Winter wird es sogar noch reduziert, im Herbst wird es reduziert und im Winter wird er gar nicht mehr gegossen. Das heißt, wir werden einmal diese Komplettwässerung machen noch und dann werde ich ihm, glaube ich, mit einer Pipette oder so Wasser geben und dann im Winter gar kein Wasser mehr. Also in der Pflege eigentlich super einfach. Sonnenausstrahlung stand da noch irgendwas mit. Wenn zu viel Sonne ist, dann wird der lila oder rot. Dann sollen wir ihn aus der Sonne rausnehmen und das ist reversibel, das heißt, die Verfärbung wird sich wieder rückgängig machen. Aber ich habe eigentlich nicht die Bedenken, dass der hier zu viel Sonne kriegt. Das war es auch schon. Düngung werde ich jetzt nicht anfangen. Ich denke, der ist gut gedüngt. Und wenn Sie in Urlaub fahren, empfiehlt sich, keine unerfahrenen Leute mit dem Gießen der Kakteen zu beauftragen. Oft genug haben Artgenossen übertriebene Pflege mit dem Leben bezahlen müssen. Auch wenn Sie 4 oder 6 Wochen im Sommer im Urlaub sind, ist es erheblich besser, kurz vor Abreise ganz normal zu gießen, am besten im Anstauverfahren und die Kakteen dann sich selbst zu überlisten. Viele Arten ertragen auch ein ganzes Jahr ohne Wasser, insbesondere wenn es um größere kugelförmige Exemplare handelt. Also bloß keine übertriebene Sorge. Nach ihrer Rückkehr freuen sich die Kakteen umso mehr auf einen reichlichen Schluck Wasser. Okay, also fühlt euch hiermit alle informiert und wir sehen jetzt weiter, wie es Kaki ergehen wird hier. Bis dann!